Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Captain of Industries. Ja, wir müssen jetzt erstmal hier das Schiff reparieren. Das hat nämlich ganz schön Damage genommen. Ah, ich glaube, der liefert hier schon wieder ein bisschen Tank. Was gar nicht schlecht ist. Dass immer alles ein bisschen auf Zack ist. So. Wir müssen uns auch mit der Goldanlage weiter beschäftigen heute, auch wenn ich absolut keinen Bock drauf habe. Aber Gold muss jetzt auch mal gescheffelt werden. Neben dem wir hier einfach mal einen kompletten Berg abgraben anfangen. Wie schaut es eigentlich mit unserem Kohlesystem hinten aus? Ich glaube, wir erhöhen mal die Kohlelagerkapazität. Um einiges. Da habe ich nicht einen schönen Trick für. Du kannst dich die hier so schön teilen rein, theoretisch. Das ist relativ cool. Zack. Dann sollte gleich die Kohlekapazität erhöht sein. Und das dann auch für die zukünftigen Lagerstätten hier weiter vorzubereiten. Rein theoretisch ist das Ganze für... Müsste ich so eine Dreieranlage bauen. Das hier noch irgendwie anköppeln. Dann hätte ich eine Dreiereinheit. Vielleicht bastle ich noch an der ein bisschen rum. An einer optimierten Großeinheit. So, jetzt hat, füllt sich das Ganze langsam um ins neue Großlager. Sie füllen hier ein, der Rest geht nach hinten durch. Aber das passt ja auch ganz gut. Dich habe ich mit der Erde da verknüpft damals. Oh Gott. Weil hier keiner gefahren ist, ne? Da war was. Alter! Pff. Okay, jetzt gehen wir langsam echt ab. Die Erde, die wir hier verfahren, aber ist ja auch vollkommen in Ordnung. Wir ziehen uns durch den Berg noch durch, ich sag's euch. Es ist zwar noch ein weiter Weg, aber ich sag, in 4-5 Folgen sind wir hier vielleicht durch, wenn es gut läuft. Wenn es gut läuft. Ich denke mal, in 3 Folgen haben wir es spätestens bis hierhin geschafft. Dann können wir den Kopf anfangen aufzufüllen. Das wird dann die nächste Aufgabe sein. Dann müssen wir uns wieder aber neue Punkte und Transportwege machen, damit die Fahrwege kurz genug sind. Weil ansonsten, glaube ich, wird das zu kompliziert. Beziehungsweise spätestens hier sollte man Verteiler irgendwo aufstellen anfangen. Mal schau dich das an. Das wird halt echt ein riesen Fahrweg jetzt. An dem wir arbeiten, anfangen. Und ist auch gut so, weil wir wollen ja immerhin eins der größten Transportwege haben hier. Oder beziehungsweise eins der größten Arbeitsflächen haben. Je mehr wir verkippen, desto größere Bauflächen haben wir. Rein theoretisch könnte ich das auch zu dem Wald umbauen. Ich verkippe jetzt Erde drauf, grab dann hier Stück ab und klebe das dann hier wieder oben drauf. Beziehungsweise schicke das hier erstmal zum Erdeverkippen ab. Und verkippe währenddessen die Nase hier zum Beispiel nicht. Geht auch. Dann hätte ich hier genug Platz für Farmen und weiß der Kuckuck was. Obwohl aktuell Farmen ehrlich gesagt irgendwie kein Problem sind. Weil aktuell ist eher das Problem, dass wir viel zu viel produzieren. Also aktuell zum Glück Kartoffeln... Ja, Kartoffeln sammeln sich auch schon wieder. Brot haben wir immer noch Tonnen auf Lager. Jetzt müssten sich die Kartoffeln aber auch leer. Jetzt lagern sich die Kartoffeln auch. Kannst du machen, was du willst. Die Kartoffeln lagern sich, alles lagert sich. Es ist der Wahnsinn. Wir produzieren so viel mittlerweile, dass wir sogar ein gutes Lager an dem Zeug hier haben. Ich setze dich mal auf Prio 6. Das müssen wir halt auch wegfahren. Weil jetzt fangen wir wieder an zu verkippen. Bedeutet, ich muss eigentlich schauen, dass unsere Düngerproduktion sich erhöht. Eigentlich würde ich gerne eine zweite aufbauen. Mit der zweiten sollten wir das Problem ja eigentlich ganz gut in den Griff kriegen, oder?
Und der Düngerhaushalt wird sich auch erhöhen. Also eigentlich eine Win-Win-Situation. Was braucht, muss ich denn dann von hier alles kopieren rein, theoretisch? Quasi die komplette Anlage am besten wahrscheinlich. Ich muss aber erstmal schauen, dass ich irgendwie das Schüttgutlager hier wegkriege. Das setze ich mir jetzt einfach mal hier oben. Da kommt jetzt einfach Schwefel rein. Schwefel. Du sitzt gleich noch auf. Nee, du sitzt gar nicht auf dem Vernichtungsanlage. Aber jetzt sitzt du auf der Vernichtungsanlage. Irgendjemand kommt hoffentlich auf die Idee, das dann auch wegzufahren. Ja, da kommen schon die ersten. Wait. Achso, ja, hier brauchen wir es ja auch. Stimmt, da war ja was. Das braucht ja auch Schwefel. Ich habe nur die Anlage im Kopf gehabt, weil die so im Prozess optimiert ist mittlerweile. Stimmt. Das riesige Wasserstofffahrzeuge. Wie schaut's mit dir aus? Ich würde mit dir gerne... Ja, super. Jetzt will ich wissen, ob ich rein theoretisch die ganze Zeit jetzt schon Uran haben können und eine neue Stromproduktionsart und ich einfach zu dumm war dafür. Wenn ja, dann kotze ich im Strahl. Bitte verfahrt das einfach alles schnell. Einfach mal schnell Prio 1, dann können sie das verkippen, weil es dauert ja nicht mehr lang, bis das weg ist. Sind nur noch 1 zerfahrten und sollte das durch sein. Kommt schon, Leute. Weg mit dem Rest. Was? Ernsthaft? Der eine ist nicht mal halb voll gefahren. Gut. Jetzt aber. Jetzt kann ich mir hier sozusagen das Kopiertool mal gönnen. Nochmal neu ansetzen, weil ich zu blöd war, das richtig in der Höhe zu erwischen. Das dann hier so hin. Zu euch entfernen. Ich interverknüpfe das jetzt so. Ganze quasi mit einem System läuft. Na, der nimmt das jetzt von außen an. So. Standort erkundet. Kennt er ja. Oh Gott, leck mich doch. Oh, Schlacht. Gott. Bedeutet, wir können jetzt in Forschung gehen. Ich hätte das die ganze Zeit verfickt nochmal machen können. Die ganze verfickte Zeit hätte ich das machen können. Und kann jetzt Richtung Kernreaktor. Ich kann hier Strom produzieren. Das ist ein Kernreaktor 2, nukleare Wiederaufbereitungsanlage. Brutreaktor. Endlich kommen wir Richtung Atomenergie. Noch ein Sieg, jawohl. Haben auch wieder das Ende erforscht. Aber wir haben eine Urankraft. Mann, das regt mich jetzt echt auf. Leute, wir bräuchten ein
bisschen Kohle hier. Ich werde mal auf 5. Selbst Kalkstein wurde schon geliefert. Dann noch keine Kohle. Kommt schon ein bisschen Kohle, damit es loslegen kann. Das hilft uns beim sauren Wasser extrem jetzt. Wir verbrauchen gar kein saures Wasser aktuell. Auch weil ich es eventuell deaktiviert habe und so, aber das muss keiner wissen. So, jetzt hat... Ich habe den Schornstein vergessen zu kopieren. Die ganze Anlage werde ich aber auch irgendwann nochmal vielleicht überarbeiten. Ein bisschen strukturierter wie jetzt. Sie funktioniert zwar echt gut mittlerweile, aber ich glaube, es geht noch um einiges besser. Vor allem, wenn wir wirklich mit Atomreaktoren arbeiten, können wir unsere Kohle, unseren Kohleverbrauch drastisch reduzieren. Es hat sich nicht viel verändert bis jetzt, ne? Erde wird aber verkippt, auch wie blöd. Das erstaunt mich immer wieder jetzt gerade. Wahnsinn. So, du bist zurück. Dich sollten wir reparieren. Es wird wieder beides angeliefert. Es ist so bescheuert. Das ganze System ist einfach irgendwie so bescheuert gerade. So, jetzt wird das andere mit untergemischt, richtig? Genau, obwohl jetzt wird gerade wieder ein paar Kartoffeln abgeholt. Das tut das Ganze wieder vom Ablauf verändern. Jetzt kommt gerade wieder nichts rein. Obwohl, da kommen schon die nächsten Kartoffeln wieder. Wait. Hier verfährt auch keiner den. Für 1, 2 Erde, die zwischendurch mal hier aufgekreuzt ist. Das ist jetzt natürlich das Problem, wenn du sagst, du darfst es nirgends mehr wirklich verkippen und tust da den Verkippradius einschränken. Und dann tust du dir selber anfangen, die Hände zu binden. Einfach, aber das können, sagen wir, noch hier hin. Dann können sie es notfalls weiterfahren. Sie sollen beides nehmen, einfach. Ach ja, er fährt jetzt die Kohle hier sogar hin. Das wird... Ich bin mit der Menge immer noch so geschockt irgendwie. Wenn man einfach überlegt, wie viel wir einfach hier verfahren. Was für Massen das am Anfang waren. Und was wir jetzt in einer Folge verfahren. Das ist eigentlich das, was wir so in den ersten 10 Folgen geschafft hätten. Vielleicht, eventuell, irgendwann mal. Jetzt graben wir uns durch Berge 4 Kilometer dick und sagen, scheiß drauf, wir machen es einfach währenddessen. Obwohl es in meinem Kopf irgendwie so die Hauptaufgabe ist. Ja, hier läuft auch. Gold wird noch zum Glück keiner verbraucht. Die Anlagefunktion ist natürlich auch nicht die aktivste aktuell. Ich will eigentlich jetzt unbedingt Kernreaktionen haben. Weil damit kann ich endlich Strom erzeugen, beziehungsweise die Energie, um Strom zu erzeugen. Eine spezielle unterirdische Lagerstätte, die alle radioaktiven Abfälle sicher lagern kann, ohne die Bevölkerung der Insel zu gefährden. Hinterlassen
Sie ein Erbe für die nächste Generation. Das hier eine komplexe Anlage, die radioaktiv ist, durch Isolierung von Spaltproduktion wieder aufbereitet. Material, das nicht mehr spaltbar ist und die Reaktion verlangsamen würde, wenn es in einem Reaktor verbleibt. Isolierte Abfälle zerfallen schneller und können so in angemessener Zeit entsorgt werden. Der isolierte Abfall wird für einfacheren Lagerung mit Hilfe von geschmolzenem Glas verglast und in eine feste Form gebracht. Strahlungsfreier Abfall. Der wird einfach Wertstoff, okay. Durch einen Schredder wieder. Warum mache ich den dann überhaupt draus? Plutonium und Spaltprodukt. Steht ja auch irgendwie, wie ich das... What the fuck? Das wird complicated. Yellow Cake. Mache ich mit zerkleinerten... Geht es hier schon wieder los? Aber okay, es ist nicht so heftig wie sonst immer. Da kommt ein Yellow Cake raus und aus dem Flur Wasserstoff. Ach du Scheiße. Und giftiger Schlamm. Okay, ich brauche eine riesige giftige Schlammanlage. Mir sehe ich schon. Ich brauche eine riesige giftige Schlammanlage. Ich brauche hier, jetzt kommt nur noch giftiger Schlamm. Ich brauche also Filtermaterial, wie blöd. Also eine Filtermaterialproduktion alleine. So, Filter waren aber gleich im Mischer, oder? Ich tue lustigerweise im Mischer, glaube ich, nehme ich die Filteranlagen bauen. Genau. Kies, Sand, Kohle. Ich muss nur Kies zufüllen. Das ist nur für so einen scheiß Zentralrechner, damit ich eine Montage robotisch machen kann. So, aber wir können ja mal hier dann gleich weitermachen. Einfach, damit wir jetzt Stück für Stück das auch mal aufbauen können. Ich muss ja das hier zurückbringen. So, warte mal. Nicht schon. Nee, Alter. Es ist doch nicht fair. Es ist doch nicht fair. Okay, ich probiere jetzt was Abgefahrenes. So, warte mal. Jetzt werdet ihr euch denken, was macht sie da? Was macht er da? Meine Idee ist, ich tue dann von hier hinten das nach vorne führen und in einen seitlichen Zufluss. Also im Grunde hier noch einen Rohrausgleicher hin. Und dasselbe hier drüben noch. Dann brauche ich jetzt hier auch nochmal für den giftigen Schlamm den Zugang. Warte mal, dadurch, dass jetzt hier noch der Sand hinkommen muss, sollte ich mir überlegen, wie ich das mache, weil der muss auch noch hier rüber. Warte mal, so ein flacher Aufzug. Ne, so ein Schüttgutaufzug wäre hier ganz fein. Okay, das macht es um einiges angenehmer. Jetzt kann ich hier rein theoretisch sagen, u-förmigen Ding.
Sag hier, hier, mach hier einen Schüttgutaufzug hin. Alter, schau dir an, wie easy das jetzt ist. Noch einfacher. Beziehungsweise schicker wahrscheinlich. Ist, wenn ich das Ganze um eins verkürze, wirklich ausschneide, eins vorsetze. Dann kann ich hier so machen und setze dann hier den U-förmigen Ausgleicher hin. Cool. Das ist eine coole Sache. Also das Teil mag ich. Das Teil finde ich den puren Hammer. Das ist echt der pure Hammer. Es kommt leider trotzdem noch der unangenehme Teil, dass ich da draus für den giftigen Schlamm Sachen machen muss. So. Das ist die Zuführung hier. Gottes Willen, okay. Aber Leute, ich würde sagen, wir machen es beim nächsten Mal fertig. Wir haben wieder dieses Mal noch einiges gemacht. Wir haben jetzt hier uns darum gekümmert, dass... Ja, doch, der Kalkstein auch hoffentlich irgendwann mal voll ist für die Anlage. Ich weiß gar nicht, was unsere Kalksteinproduktion schon wieder macht, dass hier nichts passiert. Oh. Ich weiß, was passiert. Ich sehe es gerade. Es ist dumm. Es ist so mein typischer Fehler. Oh Gott. Oh, natürlich kriege ich da nichts raus, wenn ich so grab. Gut, Leute, aber ich würde sagen, das war's dann für diese Folge. Das war jetzt genug Kopfschütteln für eine Folge. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Also, bis dann. Ciao.